Leute, willkommen zu den 100% Patch Notes Season 19. Dieses Video wird natürlich präsentiert vom EA Creator Network. Ganz einfach, warum? Die erste von insgesamt drei Verlosungen startet in diesem Video und der Gewinner wird im nächsten Video voraussichtlich bekannt gegeben. Ihr könnt einmal 1000 Coins gewinnen, einmal 6700 Coins und natürlich einmal 11.500 fette Coins. Was ihr dafür tun müsst, bevor wir gleich mit der Liste der Patch Notes anfangen, der offiziellen Patch Notes. Ihr müsst natürlich meinen Kanal abonniert haben. Ich mache das hier schon eine Weile. Die meisten von euch wissen, wie es funktioniert. Dann optionalen Daumen hoch wäre natürlich für den Algorithmus eine fette, fette Sache. Ihr müsst natürlich einen Kommentar hinterlassen unter diesem Video und schreibt dort bitte das Codewort Coins rein, damit der Zufallsgenerator euch möglichst auch ziehen kann. Und in dem Kommentar sollte natürlich auch stehen, auf welcher Plattform ihr spielt. PC, Xbox, Switch von mir aus auch und PlayStation, die Plattform habt ihr zur Auswahl. Und ganz, ganz wichtig, Instagram ist leider Gottes Pflicht, auch wenn das nicht jedem gefällt. Aber auf Instagram kann ich zu 100% feststellen, ob du bist. Das haben nämlich schon einige versucht, mich hinters Licht zu führen und sich als Gewinner ausgegeben. Auf Instagram habe ich eine perfekte Möglichkeit rauszukriegen, ob der Gewinner auch wirklich der Gewinner ist. Also, ihr wisst, was zu tun ist. Wir fangen jetzt an mit den offiziellen Season 19 Patch Notes. Leute, wir sind natürlich wie immer auf der offiziellen EA-Seite, dass ich jetzt, denke ich, nicht erklären muss, dass Conduit am Start ist und wie ihre Fähigkeiten sind, sollte klar sein. Ich werde jetzt auch nicht die Fähigkeiten hier vorlesen. Schaut ein paar Videos zurück. Ich erkläre dort alles im Detail. Für die Länge des Videos wäre es besser, wenn ich jetzt nicht wieder von vorne anfange. Dann haben wir die Kartenrotation. Broken Moon, Olympus, Stormpoint, wie gesagt, World's Edge und King's Canyon fliegen leider aus der Rotation. Und somit ist es wahrscheinlich die zweitbescheidenste Map-Rotation, seitdem Apex Legends draußen ist. Nur schlimmer war es wahrscheinlich, wo Olympus noch weg war. Und es nur Broken Moon und Stormpoint waren die Rotation. Gab es, glaube ich, auch schon mal nur die beiden Maps. Gerade in Ranked eine absolute Vollkatastrophe. Anti-Cheat-Updates. Und hier wird nicht geschrieben, ob das nur für PC-Spieler gilt oder auch für Consoleros. Du bekommst auf jeden Fall oben rechts jetzt ein optisches Feedback, wenn ein Cheater erkannt wurde und aus der Lobby verwiesen wurde. Ich kann es gerne mal vorlesen. Ein neues Feature, das im Laufe von Auferstehung startete, also in der aktuellen Season, ist jetzt live Benachrichtigungen im Spiel zu gebannten Personen. Diese Benachrichtigungen erscheinen im Killfeed oben rechts, wenn jemand aus deinem laufenden Spiel entfernt wurde. Die Warnungen werden ausschließlich von unserem Anti-Cheat-System ausgelöst und nicht angezeigt, wenn jemand ein Spiel verlässt, die Verbindung gestört ist und so weiter und so fort. Mehr muss ich hier, denke ich, nicht sagen. Der Rest ist soweit uninteressant. Rangliste. Hier wird nochmal beschrieben, wie dieses neue Feature, dieses Beförderungsprüfungsfeature funktioniert. Und das ist echt eine extrem geniale Neuerung. In Season 19 erhalten Spielende einen Status Beförderungsprüfung. Sobald sie die Spitze ihrer Stufe erreicht haben für die Dauer der Prüfungen, werden Verlust und Erhalt von LP eingefroren, damit sich die jeweiligen Personen auf die Prüfung konzentrieren können. Das heißt, du bist vielleicht 50 Punkte vor Platin, bist quasi Gold 1. Danach kannst du für 5 Runden weder Plus noch Minus machen. Hast in diesen 5 Runden Zeit, aufzusteigen. Ich lese einfach mal weiter. Werden die Prüfungsbedingungen innerhalb der vorgegebenen Runden erfüllt, entweder durch Gewinnen eines Spiels oder Abschließen der jeweiligen Alternative, folgt die Beförderung auf die nächste Stufe und 250 Bonuspunkte warten. Kennen wir es schon eine Weile so, dass wir noch mal ein paar Punkte oben drauf kriegen, wenn wir aufsteigen. Wie gesagt, das ist alles nicht zwischen Gold 3 und Gold 2 Aufstieg, sondern wirklich auf die nächsthöhere Plakette, sage ich jetzt mal. Werden die Prüfungsbedingungen nicht innerhalb des Spiellimits erfüllt, endet die Prüfungsphase und die betroffene Person verliert basierend auf ihre Leistung Punkte. Du wirst wahrscheinlich ein Stück weit zurückgestuft, bleibst sicherlich zum Beispiel Gold 1, verlierst aber so viele Punkte, dass du wieder LP sammeln kannst, entweder Minus oder Plus, bis du wieder in diesem Peak bist und diese Prüfungen starten. Prüfungen sind auf 5 Spiele limitiert. Dieser Wert erhöht sich jedes
Mal, wenn die spielende Person scheitert und dieselbe Prüfung erneut beginnt. Das heißt, du wirst zurückgestuft, ein erstes Mal, zweites Mal, drittes Mal, viertes, fünftes, sechstes und so weiter und so fort. Und hier steht, es gibt ein Maximum von 10 Neustarts. Im Verlauf von Übergangsspielen gibt es keine Beförderungsprüfungen. Das heißt, die Provisional Matches, die ersten 10 Runden, die wir in einer neuen Ranked Season starten, um zu ermitteln, fangen wir auf Silber an, fangen wir auf Gold an und so weiter. Da gibt es das natürlich nicht. Hier wird aber nicht beschrieben, was passiert, wenn du das jetzt 10-mal hintereinander wirklich verkackst. Das dauert natürlich ein paar Tage, bis du das 10-mal hintereinander verkackt hast, weil du musst ja jedes Mal an diesem Peak 5 Runden schaffen. Das heißt, es sind maximal 50 Runden, die du spielen musst. Und in 50 Runden das so komplett zu verkacken, könnte ich mir wirklich dann vorstellen, wenn du so in Richtung Platin-Dia unterwegs bist. Hier wird geschrieben, wie die Prüfungen aussehen. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich dachte, das ist so mal so ein Mix, aber es ist scheinbar festgelegt. Wenn du, also erstmal ist Fakt, in diesen 5 Runden Hauptbedingung einmal gewinnen, dann hast du das Safe geschafft. Solltest du in 5 Runden nicht gewinnen, kommen folgende Sachen. Das sind quasi die Alternativbedingungen. Wenn du von Rookie auf Bronze aufsteigen willst, musst du dreimal die Top 10 erreichen und zusätzlich 3 Kills oder 3 Assists machen. Hier steht aber nicht, dass du das dreimal schaffen musst, wie ich es in meinem letzten Patchnote-Video gesagt habe. Also reicht es, wenn du im Laufe der 5 Runden 3 Kills oder 3 Assists machst. Das sollte tatsächlich da auf jeden Fall machbar sein. Bronze zu Silber. Dreimal Top 5 Platzierung und 6 Kills oder 6 Assists. Von Silber auf Gold. Erfülle in 3 verschiedenen Spielen folgende Bedingungen. Jetzt wird es nämlich interessant. Genau, das passt dann zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Zwischen Rookie und Silber ist es wahrscheinlich einfach nicht vorgesehen, da hast du noch ein bisschen Zeit, leichter aufzusteigen. Also von Silber auf Gold musst du es dreimal schaffen, die Top 10 in den 5 Runden zu erreichen und dreimal 3 Kills oder 3 Assists. Also du brauchst 3 gute Runden von 5, damit das funktioniert. Oder wie gesagt, du gewinnst halt jedes Mal in den Top 5. In den 5 Runden einmal, dann ist es sowieso safe. So, Gold auf Platin. Erfülle in 3 verschiedenen Spielen die Top 5 Platzierung, musst du dreimal schaffen, und erziele 6 Kills oder 6 Assists. Und Platin, Diamant steht nichts und Diamant auf Master steht ebenfalls nichts. Vielleicht sind dort die Prüfungen noch nicht ausgedacht oder du kannst nur durch Gewinnen eines Spiels aufsteigen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ist. So, weiter im Text. Die Anzahl der Bewertungsboni, das habe ich in einem der letzten Patchnote-Videos schon mal erzählt, als auf Only auf Reddit das gepostet wurde, die Anzahl der Bewertungsboni, die Spielende helfen sollen, ihren Rang dem Skillfeld anzupassen, wurde erhöht. Du kriegst bessere Boni, bessere Bewertungsboni. Der vorenthaltene Bonus wurde verringert und somit auch die Schwierigkeit aufzusteigen, wenn Spielende aktiv in ihren Skillgrenzen, an ihre Skillgrenzen stoßen. Es tut mir leid, du sollst im Allgemeinen für den Skill, den du pro Runde zeigst, ein bisschen mehr Bonus bekommen. Vorläufige Boni wurden so angepasst, dass Spielende zum Ende ihrer 10 Provisional Matches, diese vorläufigen Runden, näher an der statistisch zu erwartenden Rangstufe landen. Das ist quasi das ganz alte System. Du hast von mir aus Dia 4 erreicht. Dann wurdest du ja in der nächsten Season oder im Split um 1,5 Stufen zurückgestuft. Auf Gold 2 müsste das sein. Und so ist es theoretisch jetzt auch so. Wenn du ein Dia-Spieler warst, würdest du jetzt nach 10 Provisional Matches ungefähr bei Gold, Mitte Gold landen. So sagt es das System. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so gut funktioniert, weil in Season 18 war es eine Katastrophe. Und wenn ich sehe, wie viele von euch mir das Feedback gegeben haben, dass sie nach ihren 10 Vorrunden-Matches trotzdem in Rookie geblieben sind, was eigentlich schon nicht sein kann. In Rookie. Rookie ist der Anfänger-Dings. Du musst meiner Meinung nach nach diesen 10 Runden wenigstens aus Rookie rauskommen. Und das haben viele nicht geschafft mit mittelmäßigem Skill. Ich war, glaube ich, Ende Bronze, fast Silber nach meinen 10 Runden und viele haben es auch gerade so auf Bronze oder Silber geschafft. Also das ist, da bin ich mal gespannt, ob das System wirklich das hält, was es verspricht. Ja, was haben wir noch? Plattformübergreifende Fortschritte. Zu Cross-Progression wird jetzt nichts weiter geschrieben. Hier gibt es einfach nur den Link auf die Seite, was ich euch in einer der letzten Videos gezeigt habe. Also wenn ihr das nochmal genau sehen wollt,
Das drösle ich jetzt logischerweise hier nicht nochmal von vorne auf, gibt es ein extra Video. Dort erzähle ich alles zu 100%. Und in den letzten 2, 3 Tagen, nachdem ich dieses Cross-Progression-Video veröffentlicht habe, habe ich extrem viele Nachrichten unter dem Video und auch auf Instagram bekommen. Gerne könnt ihr mir natürlich auch hier und da mal Fragen auf Instagram stellen. Ich schaffe es nicht immer, alles zu beantworten. Manchmal kriege ich es auch gar nicht mit aufgrund der Masse, aber ich merke, dass es viele Fragen zu Cross-Progression gibt. Und ich kann euch nur sagen, ich habe nicht mehr Informationen als die, die hier stehen. Deswegen macht es da nicht so viel Sinn. Mehr weiß ich tatsächlich leider auch nicht. So, Holosprays können jetzt genutzt werden, wenn wir rausspringen. Ich verstehe das jetzt aber so, dass das Holosprays sind, die wir schon haben, also wir nicht extra in die Tasche greifen müssen, um noch mehr Holosprays zu kaufen. Es hört sich so an, weil das habe ich im letzten Video nämlich so schön gesagt. Cool, endlich Holosprays im Dive Trial. Da haben wir alle drauf gewartet. Deswegen gehe ich davon aus, dass das bestehende Holosprays sind, die wir sowieso schon besitzen. Dann wird hier etwas, wer das wissen will hier. Bitte, ich weiß, ich habe hier gesagt 100% Patch Notes, aber das lasse ich hier außen vor. Das scheint ein Stück weit was mit dem System-Update oder dem Engine-Update zu tun haben, aber ich habe es mir durchgelesen, das ist sowas von uninteressant, dass ich das einfach weglasse, weil wir definitiv keine Verbesserung irgendwo finden und ich glaube auch nicht, dass das finale Engine-Update sein wird. Leider, Respawn hat es im letzten Exklusiv-Livestream von Season 17 auf Season 18 versprochen, dass es in Season 19 kommt. Wir werden leider enttäuscht. Es scheint nicht so zu sein. Aber wir haben endlich Cross-Progression. Juhu. So, Herstellungsrotation. Die 45 und die 30-30 kommen wieder aus dem Replikator. Die 301 und die Volt gehen rein. Boosted Loader kann nicht mehr hergestellt werden. Die digitale Bedrohungsoptik, ich finde diese Übersetzung total interessant. Das Digi-1-Visier ist jetzt nur noch auf der Wingman, glaube ich. Ach nee, es ist aus der Herstellungsrotation rausgeflogen. Es soll wohl noch gefunden werden, aber auf der Wingman haben wir es sowieso standardmäßig drauf. Hammerpunkt, Munition wurde der Herstellungsrotation hinzugefügt. Care Package Waffe ist auch klar. Die Elster kommt wieder raus. Disruptor Rounds sind demnach zufolge logischerweise nicht mehr drauf. Projektilgröße verringert. Bekommt aber jetzt ein verbessertes Rückstoßmuster. Willkür in der Frühphase des Rückstoßmusters reduziert. Das ist wieder eine sehr mysteriöse Übersetzung der EA-Seite. Willkür? Ich kann euch nicht sagen, was mir EA damit sagen will. Nicht weiter dramatisch, denke ich. Schaden von 16 auf 17 erhöht. Das ist das, was ich gesagt habe im letzten oder vorletzten Patch Notes-Video, dass die Elster ein wenig gebufft wird im Vergleich zu der Season, wo sie ins Care Package gekommen ist. So. Laufaufsatz verbessert, sodass er zu anderen Waffen passt. Was auch immer das bedeuten soll. Die Wingman ist jetzt drinnen, das wissen wir mittlerweile auch. Neue Anpassungselite-Schädelspalter. Anpassungselite-Schädelspalter ignoriert Schadensverringerung bei behelmten Kopftreffern. Ach so, das bedeutet, egal ob auf einem weißen oder auf einem lila oder goldenen Helm, der Schaden bleibt immer gleich auf dem Kopf. Das ist natürlich eine richtig krasse Nummer. Okay, das wusste ich vorher auch so noch nicht. Boosted Loader ist drauf. Basisschaden von 45 auf 50 auf dem Körper. Ich glaube, es sind 45 auf die Beine, 95 direkt in deine Fresse. Projektilgröße vergrößert, 110 Reservemunition. Wer die Wingman noch nicht in Action gesehen hat, schaut sich mein Battle Pass Video an. Dort gibt es die Battle Pass Skins. Und noch ein kurzes Gameplay mit der Wingman. Sehr, sehr reinknallend, würde ich mal sagen. Care Package Waffen. In jeder Phase der Runde, wenn ein Care Package droppt, gibt es auch eine Care Package Waffe. Da bin ich mal gespannt. Das heißt für mich theoretisch, wenn ich direkt auf Olympus am Lifeline-Spot lande und das Care Package aktiviere, was ich da rufen kann, bedeutet das für mich, da ist sofort eine Care Package-Waffe drin. Ich hoffe, ich verstehe das richtig. Goldene Rotation, Havoc 45K, Elster und die Longbow. Boosted Loader fliegt aus dem Beutepool komplett raus, außer natürlich auf der Wingman ist er drauf. Turbolader. In der letzten Season war es so, dass wenn du eine Waffe mit einem Turbolader ausgerüstet hast, dass du pro Kugel einen Schaden weniger machst. Das haben sie wieder weggemacht.
Finde ich auch nicht schlecht. Der Turbolader muss belohnt werden. So findest du den jetzt auch nicht. So, dann kommen wir zu den Waffenänderungen. Die 3030 hat erhöhtes Hüftfeuer oder erhöhte Streuung im Hüftfeuer. Der Bogen, erhöhtes Tempo beim ersten Zielen der Waffe. Beim ersten Zielen. Das heißt, wenn du anvisierst, erstes Ziehen. Und wenn du dann dauerhaft feuerst und bleibst im Aim, ist das wieder langsamer, dann packst du die Waffe wieder weg, holst sie wieder raus und dann hast du wieder schnelleres Ziehen. So verstehe ich das jetzt. Taste Feuermodus wählen, deaktivieren oder aktivieren. Also die Shatter Caps kannst du jetzt mit der Taste, wo du den Feuermodus aktivierst. Ich glaube, auf der Steuerkreuz war es links oder rechts auf der, na hier, auf dem D-Pad, links oder rechts, da aktivierst du es. Ich weiß jetzt nicht, ob es links oder rechts war. Intuitiv spielst zum Spielen, weißt welche Taste, wenn du jetzt drüber nachdenkst, kommst du nicht drauf. Geil. So, das Streumuster für Shatter Caps wurde gestrafft. Das heißt, die Streuung ist ein bisschen enger. Das heißt, der Bogen macht auf jeden Fall mehr Schaden, weil es einfacher ist, alle Pfeile in den Körper des Gegners zu rammen. Elektrogewehr, verbesserte Kugelbogenballistik. Also der Bullet Drop wurde verbessert, sodass du auf Distanz leichter triffst und nicht mehr kilometerweit über die Köpfe der Gegner zielen musst auf Long Range. Projektilgröße erhöht, das hatte ich auch schon erwähnt. Die allgemeine Sniper-Meta wurde etwas gebufft, sodass es leichter ist, mit Sniper-Waffen zu treffen. Die Hemlock, einen Schadensbuff auf Bein, Brust, Kopf, jeweils um einen Schadenspunkt. Der Grundschaden von 22 auf 21 und so weiter. Die Longbow-Projektilgröße erhöht, Sentinel ebenfalls Projektilgröße erhöht. Projektilgröße vom aufgeladenen Schuss erhöht. Okay, das hat Respawn auch so nicht erwähnt beim letzten Livestream. Also, du musst auf jeden Fall eine Schildzelle geladen haben. Dann ist der, sind die Projektile vergrößert. Bangalore, hatte ich auch schon erwähnt, bekommt einen ordentlichen Nerf. Double Time hält nur noch 2 statt 3 Sekunden. Rauch hält nur noch 18 statt 23 Sekunden. 5 Sekunden, das finde ich schon sehr, sehr heftig. Sollte man auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen sparsamer mit umgehen und es wirklich nur noch nutzen, wenn es wirklich erforderlich ist. Was man ja normalerweise eigentlich tut. Donnergrollen, Lähmungsdauer von 8 auf 6 Sekunden reduziert. Das ist die einzige Sache bei Bangalore, die ich nachvollziehen kann. Wenn du es nämlich selber abkriegst, ich spiele sehr viel Bangalore, mir geht's auf den Sack, wie lange du gestunt bist. Das ist definitiv ein Nerf, den kann ich verstehen. Der Rest hätte, denke ich, nicht sein müssen. Catalyst bekommt wirklich ganz, ganz derbe eine rein. Das erinnert mich schon fast an Seer. Bloß, dass Catalyst weiterhin spielbar bleiben wird. Der Kern von ihren Spikes blockiert keine Schüsse mehr. Das heißt, wenn du dahinter Cover suchst, kann der Gegner hindurchschießen. Der Kern bekommt natürlich weiterhin Schaden. Die Frage habe ich nämlich auch gestellt bekommen. Du kannst natürlich als Gegner den Kern weiterhin zerstören, aber die Kugeln gehen durch und treffen dich trotzdem. Maximale Ladung von 3 auf 2 reduziert, finde ich ebenfalls total unnötig. Und die Wurfreichweite, das war auch noch nicht bekannt, um 50% reduziert. Das ist echt ganz schön krass. Da zeigen mal ein paar Pros, wie man mit Catalyst umgeht und schon wird die in Grund und Boden gebumst. Naja, was willst du machen? Dunkler Schleier. Die Abklingzeit startet jetzt, nachdem die Wand verschwunden ist. Ursprünglich war es so, Ulti aktiviert und die Cooldown fing wieder an. Und sie hält nur noch 25 statt 30 Sekunden. So, jetzt haben wir ein paar Passiv-Updates. Pathfinder ebenfalls eine sehr, sehr coole Änderung. Du kannst das Care-Package weiterhin scannen, um deine Zipline 100% aufzuladen, wenn du einen Skirmisher-Teammate hast, der das Care-Package schon vor dir gescannt hat. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das ging vorher nicht. Und Wraiths Stimme aus dem Nichts. Ich blicke immer noch nicht durch, was es bedeutet. Jetzt, wo es auf Deutsch da steht, verstehe ich es immer noch nicht. Für Umsehen notwendige Zeit reduziert, wodurch sich der Vorgang verlässlicher anfühlt. Was? Weiter im Text. Wer es erklären kann, Feuer frei. Also, egal. Ultimative Update. Newcastle.
Erholungszeit bei der Landung reduziert. Bedeutet, aufschlagen, du stehst schneller wieder. Das dauert ein bisschen, bis die Wand steht und du selber wieder agieren kannst, dich verteidigen kannst. Das wurde wohl verkürzt. Und die maximale Sprunghöhe wurde vergrößert, was für mich bedeutet, dass du definitiv noch höher anvisieren kannst. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, auf Stormpoint gibt es einige Spots, wo du Gebäude hast, die, wenn du ganz unten auf dem Boden stehst, locker 20, 30 Meter über dir sind, dann kannst du da locker noch hochspringen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Spot heißt, der wurde ja jetzt auch ein Stück weit verändert, deswegen habe ich den Namen jetzt nicht, aber das ist, denke ich, sehr, 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 sehr stark für Newcastle. So, jetzt kommt das, was ich im letzten Patchnote-Video nicht erklären konnte und ich habe es tatsächlich nicht falsch verstanden. Falscher Schatten, Zeitverlängerungsfenster von Revenant für Assists. Von 30 auf 3 Sekunden reduziert? Was soll das heißen? Es ist doch so, du machst einen Kill und diese Fähigkeit wird verlängert. Jeweils um, waren es nicht 5 Sekunden? Ich hätte eigentlich eher gesagt, das bedeutet von 5 Sekunden auf 3 Sekunden reduzieren. Es könnte sein, dass das hier also kein Übersetzungsfehler ist, sondern dass es ein Mitteilungsfehler war. Ich habe das nämlich im Trainingsgelände, als ich die Season testen konnte, da sind ja die ganzen Änderungen schon aktiv. Ich habe es getestet, auch mit Vantage und den 6 Kugeln in der ultimativen Fähigkeit. Bei Revenant waren es trotzdem 30 Sekunden Dauer, wenn du die Ulti aktivierst. Und wenn du halt auf die Dummies schießt, ist nichts passiert. Es ist einfach gerade stupide weiter nach unten gesunken. Wir müssen einfach mal gucken, was das im Endeffekt genau bedeutet, weil das passt irgendwie nicht. Das ist ein 90% Nerf. Das kann einfach nicht stimmen. Irgendwas ist da komisch. Und Vantage habe ich eben vorweggenommen. 6 Kugeln jetzt statt nur noch 5. So, und jetzt gibt es eigentlich nur noch ein paar minimale Sachen, die nicht ganz so interessant sind. Olympus, einige Fehler und Red Spots wurden bearbeitet. Sehr gute Sache. Bekannte Exploits, um unter der Karte zu gelangen, bearbeitet. Oh, das habe ich vorhin völlig überlesen. Ich hatte vor wenigen Wochen erst eine Runde, da hatte ich irgend so einen Drecks-Random-Mate in Ranked. Der hat sich mit dem Trident unter die Map und hat sich da sein Popo wund gefreut. Boah, da kriegst du wirklich einen Hals. So, dann Kings Canyon, auch wenn wir Kings Canyon nicht in der Rotation haben, gehe ich davon aus, dass wir wieder ein Mid-Season-Update bekommen und dort die Kartenrotation. Es gibt ja jetzt keinen Split mehr, schon seit einer Weile nicht mehr, aber wir bekommen ja jede Season trotzdem das Mid-Season-Update. Geht mal davon aus, dass Kings Canyon und World's Edge wahrscheinlich in Mitte der Season wieder zurückkommen. Und wenn es nur für die Publics Rotation ist, aber ich denke, dass die Publics und Ranked Rotation sich ändern wird, mit ziemlicher Sicherheit. Ich gehe mal von Broken Moon und Olympus raus und Kings Canyon und World's Edge dann rein. Einzig und allein Stormpoint durch die neue Änderung der Map wird die wahrscheinlich bleiben. So mehrere Red Spots nochmals bearbeitet, haben sie wohl noch ein paar mehr gefunden, was ich sehr schön finde. Geolöcher in der Welt zwischen Relikt und Caustics Filterung gestopft. Okay. Stormpoint 2 Mixtape-Karten basierend auf neue POIs hinzugefügt. Zeus-Station und Watson Pylon. Einige Fehler und Red Spots wurden bearbeitet. Hatten sie ja Stormpoint lange genug Zeit. Weltsystem. Spielende respawnen jetzt mit den Schilden und Waffen, die sie dabei hatten, als sie eliminiert wurden. Das ist die Änderung, von der ich jetzt erst gesprochen habe. Das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr begrüßende Änderung. Die meisten von euch feiern es absolut, aber einige sagen auch, hätte nicht sein müssen. Ich finde es aber cool, wenn du dir vielleicht als letzter Überlebender gerade in Rank den Arsch aufreißt, holst deine Mates und irgendwo geiern schon die Gegner und warten, bis deine Mates runterdroppen für einen Easy Kill, für Easy LP und das ist einfach nur mega belastend. Finde ich eine coole Sache. Körperschilde und Helme bleiben nach dem Respawn bestehen. Das heißt, du verreckst mit einem lila Schild und mit einem lila Helm, hast du nach dem Respawn immer noch einen lila Helm und ein lila Schild. Knockdown-Schild wird auf weiß zurückgesetzt, egal welche Stufe du hattest. Rucksäcke werden komplett entfernt. Im Inventar werden etwas Munition, Spritzen und Schildzellen verfügbar sein. Bei den Waffen sind es zwei Stacks pro Waffenart. Von mir aus hast du eine leichte und eine schwere Waffe, also hast du zwei Stacks leichte, zwei Stacks schwere, zwei Schildzellen, zwei Spritzen. Waffen bleiben ebenfalls bestehen, es sei denn, es ist eine Care-Package-Waffe. Dann hast du beide Waffen, von mir aus eine G7 und eine Flatline, die aber keine Aufsätze mehr haben. Immerhin etwas, womit du dich verteidigen kannst, haben
wirklich viele gefeiert, die Änderungen, und ich finde es extrem genial, diese Änderungen, muss ich sagen. Aber wir müssen immer noch abwarten, was es bedeutet, weil es wird nicht geschrieben, weil es scheint so zu sein, dass du dann dadurch Schilde, Helme, Waffen theoretisch duplizieren kannst, weil deine Deathbox existiert ja noch. Da ist immer noch alles drinne, was du vorher verloren hast. Wenn das nicht so wäre, könnte ja ein Gegner deine Deathbox nie wieder looten, weil die Waffen raus sind. Dein Schild ist raus, also macht ja Looten einer Deathbox nie wieder wirklich Sinn. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass das Duplizieren wirklich tatsächlich funktioniert. Und ich sehe leider, leider, leider Gottes die Gefahr, dass das viele ausnutzen. Einer hat ein Körperschild, zwei springen erstmal in Abgrund, weil denen vielleicht egal ist, wie ihre KD ist, weil das wirklich meiner Meinung nach ein Faktor ist, der völlig uninteressant ist. Und wenn du irgendwo relativ abseits bist und beobachtest vorher ganz genau, wo die Gegner gelandet sind, dann kannst du an einem guten Spot einfach dich töten. Einer hat ein lila Körperschild. Und dann duplizierst du das einfach zweimal, wenn du genug Respawn-Beacon oder einen Sender in der Nähe hast. Und dann kannst du da ganz easy auch die geilsten Waffen duplizieren. Ich bin gespannt, sollte das so einfach möglich sein, dann ist es keine gute Änderung, müssen wir einfach mal so ehrlich sagen. So, die Spawnrate von Replikatoren, Ringkonsolen, Überwachungssender sind jetzt wieder für alle POIs gleich. Was wurde da groß geändert? Modi, Mixtape Rotation, Kontrolle, Caustic-Filterung und Siphon entfernt, Barometer und Bauhof hinzugefügt. Gunrun, Schädelstadt und Fragment entfernt, der Kern hinzugefügt, neue Karte, Caustics, Filterung. Team Deathmatch, Fragment und Habitat entfernt, Phasenläufer hinzugefügt und Zeusstation. Bugfixes, wie immer in jedem Patch Notes, lasse ich die Bugfixes komplett raus. Ladies and Gentlemen, das sind die Patch Notes. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Vergesst nicht, am Gewinnspiel mit teilzunehmen. Würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch noch einen richtig fetten Tag. Und es gibt am 2. November noch ein exklusives Video, wahrscheinlich sogar zwei, über das nächste Event am 7. November. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.